Willkommen zurück, Freunde, bei GTA 3. Wir machen weiter. Erstmal brauchen wir unsere Karre. Yeah, unser Yakuza-Auto. Yakuza. Und holen uns den nächsten Auftrag. Beim D. La 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 la. La 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 la. Way. So. Ah. Gut. Da vorne sind wir schon. Da müssen wir halt da vorne. Ja. Rechts. Rechts. Da rechts und dann links. Und dann sind wir ja schon da. Bodyguard Action. Aha. You are proving to be a safe investment. A rare thing in these days of falsehood. My Oriental friend will need an escort while he takes my latest acquisition to be authenticated. I want you to follow him and make sure both he and my package get to Pike Creek unharmed. Ah, okay. Alles klar, machen wir. Was? Ach, wir müssen da rein, oder? Das Ding ist da irgendwo hinkutschieren, oder was? Nee. Du wirst dein Auto brauchen. Ah, wir müssen. Ah, wir müssen Bodyguard spielen. Also sprich, wir brauchen jetzt ein gutes und solides Auto. Am besten ein Geländewagen oder so. Ey, bleib stehen. Schwein. Ah, da kutscht einer. Also ich würde sagen, wir nehmen einen Geländewagen. Ja, wo ist er jetzt? Jetzt ist er weg. Sportwagen ist eher wohl nicht so gut. Komm schnell, bevor die Ampel grün wird. Nein! Ah! Ich will einen Geländewagen. Ich denke, dass wir da ein bisschen Probleme kriegen könnten, werden müssen. Okay, jetzt suchen wir noch mal einen. Irgendwo muss doch einer sein. Also suchen wir jetzt erstmal ein richtig gutes Fahrzeug. Ein richtig gutes Fahrzeug braucht der Mann. So wie das da zum Beispiel. Genau, irgendwas, wo ein bisschen robuster wirkt, ist. Schauen wir mal. Landstalker. Ja, genau, nehmen wir mal den. Denn wir müssen den jetzt so wie es aussieht patrouillieren. Und da brauchen wir schon ein bisschen was. Patrouille. Wie macht man das jetzt? Darf man jetzt einfach hin und. Ah! Ah, okay, er darf keinen Schaden kriegen. Los. So. Ja, toll, er rammt. Ja, super, er kriegt aber Schaden, wenn er alles rammt. Prima. Ich muss nur gucken, wie der jetzt lang fährt, weil ich denke, wir müssen jetzt irgendwie schützen. Vor irgendwelchen Angriffen, also wahrscheinlich werden irgendwelche Autos kommen oder so. Obwohl, er ist ein gepanzertes Fahrzeug, normal. Normal dürfte ja nicht so allzu viel passieren, oder? Naja, jetzt müssen wir mal schauen. Wir schauen. Bis jetzt ist es ja noch recht ruhig. Fahren kann er auch nicht, der Affe. Genauso wenig wie ich. So. Oh, ist es ein Angreifer? Nee, sieht nicht so aus. Toll, muss der jetzt meinen Wagen rammen, der Arsch. Also die Brücke fahren muss ich so aussieht nicht. Oh, das ist ein Angreifer. Ah, okay. Da haben wir schon. Bringen wir den erstmal. Nein, nicht hinterherfahren! Nein! Was ist mit meinem Auto? Ah, das tut gar nicht aua. Also Explosionen machen ihm nichts. Oh, da vorne sind welche mit Waffen. Manche warten schon welche. Fahren wir einfach mal drüber, so mit die Wichser. Also die schießen auch auf die. Oh fuck, da vorne ist wieder einer. Also am besten gleich umfahren. Nein! Mein Auto! Kaputt! Totalschaden! Und da kommen wieder welche. Schnell, wir brauchen irgendein Fahrzeug, ein Taxi oder irgendwas. Los, bleib stehen! Bleib stehen! Wichser! Da, guck mal, hier ist ein Auto. Ist zwar jetzt nicht die modernste Karre, aber. Oh nein, der kriegt Schaden! Nein! Ganz schnell. Schnell. Wo ist er? Wo ist er? Er kriegt Schaden. Da vorne irgendwo. Ah. Okay, da vorne ist er. Arg weit weg ist er noch nicht. Gut.
Woher hat denn der jetzt... Ach, die fahren ihm wahrscheinlich hinterher. Guck mal, da sind sie, die Wichser. Muss er... Ah, die sind da rein. So sieht's aus. Da vorne. Ah, da ist er. Nee, das ist ein anderer gepanzerter Wagen. Scheiße, jetzt ist es fast vertauscht. Da ist er. Da haben wir ihn wieder. Okay, jetzt haben wir halt kein gepanzertes Fahrzeug. Das sollten wir eigentlich auch haben, ne? Oder zumindest mal was Stärkeres, weil das ist, ich glaube, das ist irgendwie nicht so gebuscht. Nein! Wichser! Mann, ey! Scheiße, verdammt! Vorsicht! Brennt! Nicht gut! Boah, ich hoffe, dass es jetzt hier nichts ausmacht, aber ich fahre jetzt mal vor den und gucke, ob ich noch irgendwelche hier, falls sie im Weg sind oder so. Ich denke jetzt nicht, dass der jetzt irgendwie großartig hier drin Schaden kriegen wird. Falls hier vorne irgendwo noch welche auf ihn warten sollten. Komm, verpisst euch! Weiß ja nie. Radio haben wir keins. Oje, wohin fährt denn der? Scheiße, wohin wird der jetzt fahren? Wir müssen erstmal kurz warten, ich brauche ein schnelleres Auto. Komm, Taxis sind doch schnell, oder? Da kommt er. Okay, er biegt ab. Da ist ein schnelles Auto. Nehmen wir das. Steig aus, Schlampe. Okay, hoffentlich kriegen wir noch einen geholt. Scheiße. Wo ist er? Da ist er. Okay, wir müssen schauen, ob wir schneller aus dem Tunnel rauskommen. Falls da irgendwie was auf den wartet. Weil hier drin ist gar nichts mehr, so wie es aussieht. Dass wir uns gleich drum kümmern können. Und wie sieht's aus hier draußen? Hier ist nichts. Da vorne ist einer und... Ah, da oben ist einer. Nein, komm! So, ein Hammer. Ah, Bildtaste, was genau. Den hätten wir auch. Ha! Geht doch! Also sie warten hier noch überall. Scheiße, müssen wir echt aufpassen. Also immer etwas vorfahren. Guck mal, da kommen sie wieder. Oh, jetzt muss ich aufpassen wegen den Bullen. Shit. Okay, die Fahrzeuge an sich machen dem ja nichts. Die Schüsse sind das, was ihm was machen. Muss ich warten und gucken, wo er hinfährt. Ich glaube, da bin ich jetzt nicht weg. Okay, er fährt. Ah, okay. Vorsicht. Er wollte gerade noch schießen auf den. Oh, fuck. Scheiße, 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 scheiße. Die ballern, die ballern. Die ballern. Nein! Fahr doch. Fahr, drück deinen Arsch darum. Wo ist er? Ist er angekommen? Oh, shit. Burning. Fire. Was zum Henker macht er da? Wow. Wichser. Er hat's überlebt. 40.000 plus. Wir haben die Mission geschafft. Geil. Super, klasse. Hat auch ziemlich... Also es hat ziemlich heftig ausgesehen. Was für uns. Wir nehmen uns mal eine tolle Limo. Oh, was ist denn hier los? Oh, Gott sei Dank haben wir sie geschafft. Oh, weg hier. Das explodiert gleich. So, okay. Kommen sie gleich zum Gaffen. Wir sind schon im neuen Gebiet mal wieder. Ich kenne mich hier noch gar nicht aus, ey. Ich weiß gar nicht, was ich hier alles machen kann. Oder machen muss. Jetzt müssen wir erstmal gucken, wo wir... Wie kommen wir denn überhaupt wieder zurück? Ich habe keine Ahnung. Ah doch, ich bin richtig, hier sind wir ja vorhin. Ah ja, von hier sind wir ja vorhin gekommen, stimmt. Okay, jetzt können wir entweder über die Brücke fahren oder durch. Fahren wir auch drüber. So. Oh, ein Flugzeug. Schön. So. Ach, haben wir hier auch eine Wohnung? Jetzt, Moment, die will ich mal angucken, wo die ist.
Lass mir das gleich mal wissen. Drehen wir mal hier ganz gechillt um. In unserer geschrotten Limo. Ist hier auf der Karte auch noch eine Wohnung? Jetzt bin ich mal gespannt. Okay. Müssen wir uns hier irgendwie durchquetschen? Oh Mann, Leute. Idioten. Also wie es aussieht, ist hier eine, oder? Haben wir auch ein richtig schnickes Apartment. Da vorne fahren wir mal rechts dann geradeaus durch. Wo meint ihr, die ist um... wie könnte man jetzt da hinkommen? Dort vielleicht? Ich glaube hier... Ah ne, hier nicht. Was ist da drüben? Bei den Hochhäusern dort. Das könnte natürlich sein, aber da müssen wir erstmal schauen, wie wir da hinkommen. Interessant. Da wissen wir das auch gleich. Müssen wir da jetzt über die Brücke oder... Ja, ich würde schon sagen, da müssen wir hier hoch. Oh Mann, mit der Limo ist es ein bisschen... Oh, heftig zu fahren, ey. Heieiei. Okay, jetzt fahren wir mal rechts hoch. Rechts und dann gleich wieder rechts. Müsste dann eigentlich hier. Ah, hier geht's hoch. Und dann da vorne müsste es nach. Über die Brücke gehen. Rechts rüber, ja. Genau. So. Boah, ist eine geile Aussicht von hier oben. Cool gemacht. Schöne Gegend, schöne Wohngegend. Und es wird gleich wieder auf mich geschossen. Finde ich ja nett. Wie freundlich. Oh. Ah, hier geht's also runter. Da müsste ja hier irgendwo sein, ja. Ey, die Strecke ist ja mal geil, oder? Sag mal, wer schießt denn hier auf mich? Wer hasst denn mich hier schon wieder? Das gibt's doch nicht. Okay, also. Und wo ist die Wohnung? Voll im Ghetto, Alter. Haben wir auch eine Garage? Wo ist hier eine Garage für uns? Oh, hier haben wir sogar zwei. Passt die Stretch überhaupt? Ich glaube, die passt gar nicht. Nee. Die passt nicht. Außer wenn wir sie vielleicht so reinfahren. So passt es, oder? Ja, sie passt rein, die Stretch. Geil. Und hier dürfen wir speichern, oder wie? Cool. Also gut, dann sehen wir uns gleich wieder im nächsten Part. Bleibt dran.